Ende der 50er. Unter dem Namen RFT vereinen sich die Nachrichten- und Messtechnik, die Bauelemente- und Vakuumtechnik und ein sehr großer Bereich, die Rundfunk- und Fernsehtechnik. RFT zählt zu den großen Vereinigungen volkseigener Betriebe der DDR und ist Arbeitgeber für Tausende von Menschen. Es geht weiter. Fachfilialen und Reparaturwerkstätten entstehen im gesamten Land und es wird endlich wieder ausgebildet. Und das Leben wird unterhaltsamer. Fernseher ziehen ein in die Wohnzimmer der Menschen. Die wenigen Geräte schweißen die Menschen zusammen. RFT-Fernseher werden zu Magneten. Und den alten Apparat, den schenken wir einem Altersheim. Bitte? Ich werde wahnsinnig. Ein Farbfernseher. Das Farbfernsehen hält auch in der DDR Einzug. Zwar noch unbezahlbar, aber immerhin vorhanden. Und maßgeblich beteiligt war die RFT. Und die RFT produzierte nicht nur Farbfernseher, sie durfte im neuen Farbfernsehen sogar mitspielen. Hier in einer Nebenrolle in einem DDR-Polizeiruf. Nachdem wir dann in der Lage waren, selbst Bedrohung herzustellen, wollten wir die Geräte auch exportieren. Exportpartner war damals Bruns. Und da fuhren wir logischerweise wie immer über die Grenze. Und die Zöllner waren immer sehr lustig, wenn sie uns gesehen haben und hauten dann immer ihre Stempel so auf die Kartonage. Und auf einmal fragt der Zöllner, sagen Sie mal, was wollen Sie denn eigentlich mit Farbe? Was hast du da gesagt, Manfred? Ja, ich habe also so geantwortet, dass wir den Untergang des Kapitalismus in Farbe sehen wollen. Exportiert in den Westen wurden viele der Geräte sicherlich nicht. Aber dennoch stand der Name RFT für Qualität.